I want to play more. Tap, tap, tap. Und ihr seht mir zu. Tap, 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 tap. Mir ist langweilig. Deswegen spiele ich. Ich hoffe, ihr könnt einfach die letzten 20 Sekunden einfach so ignorieren. Das würde mir gefallen. Das ist besser für euch. Das ist besser fürs allgemeine Wohl. Ach ja, ach ja. Ich weiß genau, hier unten ist nichts, aber ich gehe trotzdem hin. Geil, ne? Wow, ein Paras. Es hat sich so weit gelohnt zu gehen. Ich hoffe. Das sind genau... Wie viel XP? 100 XP. Oh, ja, cool. Das ist doch ein Arschloch. Wir sind das Team Rocket. Die Pokémon Räuber. Wieso zur Hölle hast du eine Peitsche? Bist du eine Domina? Andere Gründe gibt's nicht. Awesome. Oh, fuck. Tja, dieses Mal wurde mir der Turbo-Knopf zum Verhängnis. Das wollte ich eigentlich benutzen. Zack. Ein Radfratz. Hey, das war ja unfair. Was für eine... Oh, nö. Hässlich. Hässlich. Windrux Po, du bist hässlich. Naja, Anfang ganz niedlich, Mitte hässlich, Ende cool. Ich bin gespannt, wie es mit euren LPs aussehen wird. Wenn sie genauso verlaufen wie das Pokémon hier. Oh nö. Dann. Oh nö. Ich werde ja wohl jetzt nicht sterben wegen so einem Müll, oder? Das wäre jetzt meine größte Humbug überhaupt. Witz, Windraxpo, geh sterben. Alles hat seine Grenzen. Toll, jetzt muss ich doch mich ernsthaft hier rausporten, weil Windraxpo der Meinung war, es müsste sich da so lange in den Arsch treten lassen, bis es einen wunden Arsch hat. Meine Fresse. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber trotzdem. Sowas sollten sie echt nicht machen. Sowas hab ich nicht verdient. Genug gemerkt. Weiter geht's. Stay alive. Stay alive, Ben White Fox. Der Zubat. Ich hasse dich. Ich töte dich. Stirb. Zack. Was? Kein One-Hit. Ben White, du hast mich enttäuscht. Ich hoffe nicht, dass du dir bessere Skills aneignest, sobald du größer bist. Ist es nicht schön, wie verpixelt das alles aussieht? Das ist mir früher noch nie aufgefallen. Aber die Pixel sind ja einfach nur krass. Früher war ich begeistert von dem Spiel, ich bin es auch heute noch irgendwo, aber... Wenn man so ein Spiel nach Jahren, wo man dann mit PS3 und so weiter verwöhnt wurde, zockt, dann... Oh, KP Plus. Awesome. Dann hat man den Faden verloren. Und dann fängt man einfach an, irgendwas zu sagen wie Kleinstein. Etwas so Offensichtliches, was jeder sehen kann und was keinen interessiert. Weil einfach nichts Besseres mehr einfällt, weil man den Faden verloren hat. Meine Güte. Ich glaube, so einen Schnabel wie unser Habitat hat, könnte ich sogar mit Paint machen. Dafür bräuchte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Klicks circa. Obwohl. Und mir ist auf 20, weil dann kann ich mir hundertprozentig sicher sein, mehr kann es nicht werden. Zack. Da fällt mir gerade auf, Zubat hat keine Augen. Das hatte ich total verdrängt. Tja. Was soll man dazu sagen? Nebenbei, auch was Lustiges. Mittlerweile habe ich das Wort Zubat zu meinem alltäglichen Gebrauch gebracht. Und wir nennen jetzt wirklich jede einzelne Fledermaus Zubat. Und des Öfteren weiß ich nicht mal mehr, wie eine Fledermaus heißt. Also wirklich heißt.
Weil Zubat und so, ne? Ja, ich weiß. Unfassbar lustig. Egal. 18. Oh, so alt wie ich bald bin. Cool. Ich weiß nicht, mit Level 17, da hat man irgendwie nur Probleme im Leben. Man kann auch nicht wirklich saufen. Zumindest nicht hundertprozentig legal. Man kann kein Auto wirklich fahren. Alles doof. Und wieder ein Team Rakete. Aber ja, mit Level 18. Da rockt's. Suck. Verrecki. Wenn ich drüber nachdenke, Furien sind doch weiblich. Und ein Furienschlag muss dann eigentlich der Schlag von einem Weibchen sein. Hm. Ben White, willst du uns da was erzählen? Zack, ein Red Dawn. Tipp. Was? Ben White. Du hast mich mal übelst enttäuscht. Also, halt den Schnabel. Kleine Warnung, dieses LP ist mit Flachwitzen gekoppelt ohne Ende. Und ich habe kein Interesse, etwas dagegen zu tun. Zack, TM01. Was ich mich frage, was passiert, wenn man hier Missing Number fängt? Weil ich weiß ja, dass auf dem Gameboy die Konsole kaputt geht. Also, nicht die Konsole, das Spiel. Was passiert also hier? Bist du auch auf Forschungs- und Reisen und Teenager? Das soll Teenager sein? Das ist ein kleiner Rotzbengel. Meine Fresse, nee. Was? Zweimal? Ben White, du hast mich enttäuscht. Ich glaube, das wird hier meine Standardphrase. Ben White, du hast mich enttäuscht. Controller, du hast mich auch enttäuscht. Meine Güte, nee. Ich bin am überlegen, nach wem ich das Abra einfach benenne. Ich denke, Abra wird unser Micha. Jep, Abra wird Micha. Gerade so spontan entschlossen. Wie schwieriger wird, wie werde ich Mew nennen? Ach ja, ich krieg's übrigens jetzt hier in extremem Maße dieses Mal. Weil ich habe hier keine Lust, Stunden zu brauchen für Pokémon fangen und so. Deswegen werde ich einfach hier fangen Pokémon stark wie, was weiß ich, hart wie Faust, hart wie Prickstein. Ihr kennt die Phrasen. Alter, ein Vollbart. Sieht aus wie mein Bruder. Ätzend. Zack. Du hast zweimal getroffen. Das ist viel zu wenig. Ich glaube, ab 22 entwickelt sich Ben White, oder? Ich hoffe mal. Ich habe irgendwie keine Lust, da ewiglich dann hier mit Habitak rumzurennen. Ibitak ist viel cooler. Ich meine, da ist ein I drin. Genau wie in meinem Namen. Verdammt, ich habe mich gerade selbst gepwnt. Ein Habitak ist auch ein I. Auch wie in meinem Namen. Hm. Egal. Ja, dieses Mal wechsle ich das Pokémon. Oh nö, hätte ich nicht machen sollen. Hässlich. Du bist so hässlich. Fühl dich minderwertig. Hässliches Vieh. Hässlich. Es tut mir leid. Ich glaube, ich sollte nicht gelangweilt spielen. Zack. Nach dem Kampf gibt's den nächsten Schnitt. Wow. Windrax Pro ist Level 17. Irgendwie kommt der Typ mir hier einfach vor wie eine verbesserte Version von Rocco. Und eine fettere Version von Rocco. Aber egal. Das geht voll am Thema vorbei.
Warum macht eigentlich Feuer mehr Schaden als irgendeine andere Attacke an Stein? Ich meine, das ist total beides für den Arsch. Egal, Schnitt.